Der Begriff Aquascape wird mittlerweile auch sehr inflationär genutzt. Jedes etwas aufwendiger eingerichtete Becken ist plötzlich ein Scape. Ich finde das so eigentlich fast besser, was letztendlich bewirkt, dass diejenigen, die vielleicht diese Aquascape-Voraussetzungen, ja, das sind ja quasi stille Voraussetzungen, das sind ja keine echten Voraussetzungen, einfach, oder wer gerne diese Bedingungen erfüllen möchte und sich da ein bisschen, dadurch ein bisschen elitärer fühlt, ja, das ist ja auch so eine psychologische Sache, ja, ist klar, dass sowas natürlich kommt, ja, und das ist dann halt so, dass dadurch natürlich dann auch, dadurch, dass immer mehr Leute sich diese Begriff Aquascaper auf die Fahne schreiben wollen, ist natürlich bedingt dadurch, dass also quasi dieses Aquascaping quasi immer mehr aus der elitären Richtung rausrutscht. Ja, ja, das wird dann auch immer flacher. Ja? Ja, das also, was ich gar nicht mal so unbedingt verkehrt finde, ne? Weil ich habe schon von etlichen Leuten gehört, die sich quasi hier mit diesem Aquascaping, also durch das Aquascaping, weil sie das bei YouTube zum Beispiel in vielen Kanälen gesehen haben, erst für die Aquaristik interessiert haben, ja, und dann im Prinzip an diesem Aquascaping gescheitert sind und wie gesagt, etliche davon sind dann irgendwann zufällig auf meinen Kanal gestoßen und haben dann quasi versucht, mit meinem Weg die Aquaristik wieder quasi zu rebooten, die aber ohne dem vielleicht komplett aufgehört haben, weil sie eben mit diesem Aquascaping absolut gescheitert sind, ne? Ja, und das sind nicht wenige. Deswegen würde es mich freuen, wenn dieses Aquascaping, ja, wenn das eben nicht so hoch gehalten würde, ja, wenn man dem ganzen Dingen auch zumuten darf, dass es also auch eine einfache Version davon gibt. Ja, also eine Version, die eben nicht 1.500 € Einstand kostet, ja, sondern dass man also, dass im Prinzip dieses reine Gestalten des Aquariums im Vordergrund steht und eben nicht dieses überkristallklare Wasser und diese übermäßige Filterung und diese übermäßige Beleuchtung, ja, dass es also auch mit geringeren Mitteln funktioniert, ja, und dass man das Ding trotzdem Aquascaping nennen darf, ne? Weil im Prinzip letztendlich, wie es der Name sagt, ist dieses Aquascaping ja im Prinzip nur eine Gestaltungssache, ja, und eben nicht eine Techniksache, ja. Die Technik ist da eigentlich nur, ja, künstlich hinzugefügt worden. Ja, also dieses Aquascaping kommt eigentlich aus der Gestaltung des Beckens, ne? Es gibt halt diese 0815 Aquarien, ja, 5 Pflanzen da drin, eine da, eine da, eine da, eine da, eine da, ja, und das war's, ja. Das ist natürlich kein Scaping, ne? Aber wenn man sich ein klein bisschen Mühe gibt und eine Wurzel einbringt, ein paar Steinchen einbringt und die Pflanzen ein bisschen gruppiert und versucht, dann ein Bild reinzubringen, dann darf das Ding von mir aus auch Aquascaping heißen. So sehe ich das, ne? Also ich sehe das nicht, dass da unbedingt eine 500-Euro-Lampe oben drüber hängen muss, dass da eine dicke, fette CO2-Anlage dran sein muss, dass da ein dicker, fetter Filter dran sein muss. Das sehe ich nicht. Ja, für mich ist Aquascaping halt eine Gestaltungssache. Ich würde gerne sehen, dass dieses Elitäre, was dieses Aquascaping zurzeit eben bedeutet, dass das einfach wegfallen würde. Ja, wenn das einfach nur eine Form der normalen Aquaristik ist, ne? Und dieses zufällig kristallklare Wasser dabei rauskommt, aber dass so ein Aquarium ist, ja, dass da Fische sich drin wohlfühlen, dass sich Garnelen drin wohlfühlen, ja, und dass man unter Umständen so ein Aquarium so aufbaut, dass es eben nicht nach einem halben Jahr bis einem Jahr quasi wieder umgebaut werden muss, weil es danach Probleme machen würde, ja, ja, also das ist halt das Problem, ne? Also ich würde gerne sehen, dass dieses Aquascaping also aufgeweicht wird.